Mainz hat in dieser Rückrunde erst zwei Niederlagen gegen Stuttgart und die zweite am 28. Februar gegen Augsburg. Also das liegt ja wirklich schon gefühlt eine Ewigkeit zurück. Was ist damals, oder beziehungsweise, um es so zu formulieren, wie haben Sie es geschafft, dass man nach diesem 0:1 nicht in ein Loch gefallen ist, weil das Spiel gegen Schalke daraufhin war ja auch, wurde ja sogar vom Kicker mit einer Note 6 bewertet, aber dann ging es ja bergauf. Wie haben Sie das geschafft, dass es statt eines Einbruchs einen Flow gab seitdem? Jetzt erinnerst du mir nochmal an diese Note 6. Das ist schon auch ein empfindliches Thema. Michael Ebert, hast du das damals gegeben? Das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur kurz das. Wie habe ich es geschafft? Ich habe auch nach dem Schalke-Spiel positive Sachen gesehen, auch wenn Kicker das alles anders gesehen haben als Fachmagazin. Aber ich habe auch nach dem Augsburg-Spiel, auch wegen Ergebnis, nicht alles schlecht gesehen. Wir haben auch Siege drin gehabt, wo ich die Leistung nicht so gut fand. Und das habe ich von Anfang an auch gemacht und das werde ich auch weiterhin tun. Nicht die Dinge nach Ergebnis oder was ihr meint, dass ich vielleicht immer hier sitzen muss und sagen muss nach Spiele, weil es dann besser passt zu dem Ergebnis. Ja, zum einen will ich nur kurz erklären. Micha, Note 6, Micha, bitte kommt hier. Ja, genau, das wollte ich jetzt kurz erklären. Da gerne, ist für gerne. Uns natürlich bei der Inhaltlich erklären, Micha, warum 6? Warum nicht so andere 0-0-Spiele in der Bundesliga die Note 6 bekommen hat? Bitte. Ja. Also, weil bei uns bei der Spielnote der Unterhaltungswert, die Attraktivität, der Spielfluss eine sehr große Rolle spielt. Und das fanden wir halt, die Vollkatastrophe sozusagen. Okay, in dem Spiel. Dann sage ich Bielefeld gegen Augsburg. Da waren weniger Torraumszenen als Schalke gegen Mainz. Was war da inhaltlich besser, Michael? Also, wir brauchen nicht lange darüber zu sprechen. Ist einfach frech, das halt zu machen. Und das ist meine ganz klare Meinung. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr Zeit darüber zu verschwenden. Ja. Das ist egal.